Viele von euch kennen schon die Mastektomie, das bedeutet die Brust-OP. Und ich möchte in diesem Video euch in 5 Schritten erklären, wie ihr vorgeht vom ersten Punkt bis zum OP-Termin. Genau das erfährst du jetzt in diesem Video. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Wie ich gerade erwähnt habe, möchte ich dir in 5 Schritten erklären, wie du vorgehst bei einer Mastektomie. Also kurz gesagt Mastek und Mastek bedeutet Brust-OP. Also Mastektomie bedeutet die Entfernung der Brust, genau gesagt. Genau, ich würde sagen, ich will euch nicht länger aufhalten, wir starten schon mal mit Punkt 1, sorry, da war ein H. Und zwar der allererste Punkt ist, dass man Vorgespräche macht. Das bedeutet, dass, also ich habe 2 Vorgespräche gehabt. Ja, genau, ich hatte 2 Vorgespräche, einmal in Nürtingen und einmal in Stuttgart. Und ich empfehle immer 2 bis 3 Vorgespräche zu machen. Die kann man machen unabhängig von dem Gutachten, von allem drum und dran. Man sollte immer bedenken, dass bis zum OP-Termin immer noch eine Wartezeit ist von mindestens 6 Monate, außer es springt jemand ab. Aber das ist sehr selten der Fall und vor allem bei großen Kliniken hat man teilweise eine Wartezeit von bis zu 1 Jahr. Also, wie geht man davor? Man ruft einfach bei den jeweiligen Kliniken bzw. Praxisen, wo die Ärzte sind, an und macht einfach mal einen Termin. Man sagt, ich hätte gerne einen Termin zum Vorgespräch für die Mastek. Und Punkt Nummer 2 müsst ihr einfach auf das Indikationsschreiben abwarten. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ihr in Therapie seid und vor allem schon Testosteron nehmt. Und ich glaube, das Indikationsschreiben bekommt man erst nach 18 Monaten Therapiezeit. Und nur mit diesem Indikationsschreiben kommt ihr auch weiter. Ich erkläre euch gleich warum. Auf jeden Fall, wenn ihr dieses Indikationsschreiben macht, macht ihr ja auch die 2 Gutachten und die 3 Dokumente braucht ihr auf jeden Fall für den OP-Antrag. In der Regel macht ihr auch die Vornamens- und Personenstandsänderung. Das bedeutet, ihr braucht die 2 Gutachten und das Indikationsschreiben, sonst kriegt ihr keinen Gerichtsbeschluss. Wobei das Indikationsschreiben braucht ihr wahrscheinlich für den Gerichtsbeschluss nicht, aber die 2 Gutachten. So, der Punkt Nummer 3, ihr habt alle 3 Unterlagen und dann geht ihr zu eurer Krankenkasse. Sei es die AOK oder die I, was es so gibt, ne? Auf jeden Fall, der cleverste Weg meiner Meinung nach ist einfach, wenn ihr bei eurer Krankenkasse noch keinen Ansprechpartner habt, dann sucht am besten von eurem Standort den Abteilungsleiter bzw. den Teamleiter raus. Und der ist meistens im Internet telefonisch zu finden. Diese Nummer wählt ihr und dann sagt ihr, guten Tag, ich hätte gerne einen Termin bei Ihnen. Und zwar, es geht um einen OP-Antrag für die Mastektomie. Dann weiß er in der Regel Bescheid, weil ein Teamleiter weiß normalerweise, was so eine OP ist. Dann habt ihr schon mal den Vorteil, ihr seid direkt beim Teamleiter, also bei einem, der Erfahrung hat. Und wenn ihr zu ihm geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, zumindest war das bei mir so. Ich bin hingegangen und habe mich höflich vorgestellt, habe alle Unterlagen hingelegt und habe gesagt, wie gehen wir da vor, würden Sie mir weiterhelfen? Und dann hat er quasi meinen OP-Antrag gestellt. Das heißt, ich musste kein Papierkram machen, ich habe nur die Unterlagen abgegeben und er hat quasi gemacht. Und natürlich bin ich mit ihm in Kontakt geblieben per E-Mail, um natürlich zu erfahren, was der medizinische Dienst sagt, wenn er sich meldet.
Der medizinische Dienst, kurz gesagt MDK, der hat genau 5 Wochen Zeit, glaube ich, oder 4 Wochen, also einen sehr kurzen Zeitraum, bei dem der medizinische Dienst einfach die Analyse machen kann von den 2 Gutachten und von allem, was man halt eben hat. Ich habe, glaube ich, die Vornamens- und Personenstandsänderungen habe ich sogar auch noch vorgelegt. Also am besten alle Unterlagen, medizinische Berichte, alles, was da ist, Blutergebnisse, alles abgeben. Und dann analysiert der medizinische Dienst, ja, machen wir, nein, machen wir nicht. Das ist wichtig, weil, jetzt kommen wir zu Punkt 4, die Kostenübernahme. Nur dann, wenn der medizinische Dienst sagt, ja, okay, machen wir, bekommt ihr eine Kostenübernahme zugeschickt. Und wenn ihr die Kostenübernahme habt, dann könnt ihr natürlich einen OP-Termin machen. Und dann sind wir schon bei Punkt 5. Dann ruft ihr nach wie vor wieder bei der Praxis eurer Wahl an. Also wir gehen jetzt wieder zurück zu Punkt 1. Ihr hattet jetzt 3 oder 2 Vorgespräche und entscheidet euch für einen von diesen Ärzten. Und dann ruft ihr dort an und sagt, hey, ich habe hier die Kostenübernahme. Ich würde gerne einen OP-Termin mit euch ausmachen und würde euch die Kostenübernahme per E-Mail zuschicken. Per E-Mail ist übrigens immer der einfachste Weg, anstatt per Post, weil man scannt das Ganze an und heutzutage können die Handys, also die Smartphones, die Unterlagen scannen. Ihr braucht nicht mal einen Scanner dafür. Natürlich solltet ihr gucken, dass die Schrift leserlich ist und auf jeden Fall könnt ihr das Ganze scannen, per PDF-Datei, per E-Mail schicken und ich hatte bisher noch keine Probleme. Es kann natürlich sein, dass bei euch im Ort jemand das per Post haben will, dann macht es einfach, ist auch nicht die Welt, einfach nur das Zeug kopieren und ich sag euch, bei sowas immer sofort handeln. Also wenn ihr jetzt anruft und sagt, hey, ich hätte gerne einen Termin, ich würde euch die Kostenübernahme zuschicken, dann schickt es am besten am selben Tag schon ab. Genau. So, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Als allererstes Vorgespräch. Zweitens Indikationsschreiben mit Gutachten. Also Indikationsschreiben ist eigentlich das Wichtigste. Drittens ist die Krankenkasse. Also man meldet sich bei der Krankenkasse und sagt beim Teamleiter, hey, so und so sieht es aus, würdest du mir bitte helfen? Punkt Nummer 4, ihr erwartet oder wartet auf die Kostenübernahme. Und Punkt Nummer 5, ihr macht auf jeden Fall den Termin. Und dann würde ich sagen, freut ihr euch auf jeden Fall auf die OP, hoffe ich zumindest. Also ich freue mich total. Ich habe erst am 19. November die Mastek, also dieses Jahr. Eigentlich hätte ich sie früher machen können. Aber also der Termin wäre der 27. August gewesen. Das kam aber für mich nicht in Frage, weil ich mit meinem Unternehmen einen Termin hatte, einen wichtigen. Wir hatten einen Stand bei der Tattoo Convention und das wollte ich auf jeden Fall mir nicht entgehen lassen. Und man muss sich natürlich Prioritäten setzen. Und eins ist sicher, dass bei mir das Unternehmen und die Familie vorgeht und alles andere kann natürlich warten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen mit diesen 5 Punkten. Seht es einfach so ein bisschen als Anleitung. Und wenn du natürlich Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Du kannst auch in die Kommentare unten reinschreiben. Vielleicht hast du die Mastek schon hinter dir. Dann kannst du auch unten deine Erfahrungsberichte reinschreiben, wie es bei dir abgelaufen ist und ob du jetzt sagst, ah, so wie ich das jetzt handhabe, findest du nicht so toll. Du würdest so und so vorgehen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Feedback von euch. Das war's auch von mir schon. Und ich würde sagen, sei mutig und bis zum nächsten Mal. Außer springt jemand an. Also anders gesagt, ich warte. Oh, darf ich überhaupt Werbung machen? Ich hoffe, auf jeden Fall keine bezahlte Werbung.
Ade!